Die letzte Zahnarztbehandlung ist abgeschlossen. Für Alexandru Ionel geht's wieder aufs Let's Dance Parkett. Der 28-Jährige machte 2022 eine Pause und konzentrierte sich voll und ganz aufs Windelnwechseln. Doch jetzt ist er zurück. Worauf er sich besonders freut, zeigen wir oben im Video. Alexandru zog mit 14 Jahren nach Deutschland. Alexandru Ionel wurde 1994 in Moldau geboren und fing dort mit 7 Jahren an zu tanzen. Mit 14 zog er nach Deutschland und konnte sich seither mehrere deutsche und moldauische Meistertitel ertanzen. Gemeinsam mit seiner Tanz- und Ehepartnerin Patricia Ionel, welche er 2019 kennenlernte und 2022 heiratete, war er Mitglied des Bundeskaders und der Professionals des Deutschen Tanzsportverbandes. Die beiden konnten große Erfolge im Leistungssport erzielen und gewannen kürzlich die Weltmeisterschaft im Showdance, Standard 2022. Der Profitänzer arbeitet als Zahnarzt. Alexandru ist nicht nur Profitänzer, er absolvierte außerdem ein Studium der Zahnmedizin und arbeitet neben seiner Tanzkarriere immer noch als Zahnarzt. Seit 2022 ist noch ein Job hinzugekommen, Papa sein. Patricia und Alex sind nämlich Eltern eines gemeinsamen Sohns geworden. Außerdem führen die beiden ein Modelabel zusammen und sind Botschafter des Familienunternehmens Omega Fool.